So, da, hallo, grüß euch. Wir sind heute in Lambach unterwegs, genauer in Stadelbaurer, bei der Traun, bei der wunderschönen. Und wir fischen jetzt eine halbe Stunde. Ich habe zuerst schon eine schöne Bachforelle gefangen. Und jetzt habe ich da richtig schöne Regenbogen erwischt. Mega geil. Eigentlich Traun, mega schwer. Heute sind sie voll aktiv, voll super, taugt man mega. Und ja, schöner Fisch. Kommt aber wieder zurück heute. Heute sind wir nicht da, dass wir ein paar fangen. Fix der Gaudi. Und wie gesagt, dann mal wieder rein, gell? So, da, jetzt sind wir wieder auf dem Spot von zuerst. Das ist die Bachforelle, neue Weide, große, schöne, was ich unbedingt haben will. Und sie nimmt keinen Gummifisch, sie nimmt keinen Wobbler, sie nimmt nicht einmal ein Fliegen. Ich habe sogar Fliegen schon hingeworfen, nimmt es nicht. Und jetzt sind wir ein bisschen unfair, jetzt haben wir sie einen Wurm besorgt und mit dem Wurm geht es jetzt hinein. Schauen wir mal. Alter, seht ihr die Forellen? Alter, das muss überhaupt noch nicht fangen. Die schwarz. Die hat 10 Tage. Alter, schaut sich bitte die Forellen an. Die haben wir, die versuchen wir zum Fangen, seit Vormittag hat es nicht gebissen. Weder auf Blinker noch auf Gummifisch noch auf irgendwas. Und ein Wurm hat es jetzt genommen noch. Ich glaube, gefühlten 200. Wurf. Schaut sich das Tier an. Wahnsinn. Grüß euch, ich stelle euch jetzt mal mein Tackle vor, mit Wasser sehr alte Fisch. Also ich habe da die Shimano Zodias, die ist ein super Freund geworden. Super, dass der Blank einteilig ist, das ist eine super Aktion dadurch. Mit der Shimano Stradic. Davor fische ich halt 1,5 Meter langes Fluorocarbon-Vorfach mit einem 7 Gramm Jigkopf und einem Gummifisch. Den Gummifisch für knapp über Grund und über die Stange drüber. Und ja, so wie es eigentlich die ganzen Biss kriegt. Unter anderem ein schöner Seil, das was mir dann leider ausgekommen ist. Und ja, jetzt gehen wir es halt weiter an, bis wir dann wieder mal einen gescheiten Erfolg haben. Jawohl, wieder Bach. Jawohl! Wow, schöne Boch, geil! Petri Max! Danke, okay. Ich darf natürlich gleich wieder zurück. Festing! Und der Max hat schon wieder eine. Petri! Zeig mal her! Wow, das ist jetzt echt ein Bissdeppert. Wenn es nicht der kleine ist, Alter, ist das extrem schön. Ein Saibling, weil schaut aus wie ein Smolt, weißt du? Ja, voll. Wow, geiles Ding. Petri, Mann. Danke. Sieht gut aus. So, da, wir machen jetzt Mittag, eine neue Pause. Da haben wir gesagt, wir essen schnell gar nicht. Jetzt haben wir dann einen festen Stickerlfisch da, den wir selber keine fangen. Und haben sich dann schnell eine Bierendfigur, weil wenn man durchstarrt. Und dann geht es wieder weiter. Der Vormittag ist super losgegangen, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben jetzt, glaube ich, wie viel haben wir gefangen? Ich glaube, jeder 5 Forellen oder was. Wir haben ein paar nicht auf Video, aber die schönen haben wir, glaube ich. Also die eine von mir am Anfang und von dir haben wir auch eine, glaube ich, nicht. Und zuerst habe ich noch eine richtig schöne Eschen verloren, da wollte ich eigentlich einen Live-Biss zusammenbringen, ist aber leider nicht ausgegangen, weil ich wieder zu einem Tag hatte und habe alles so angerissen. Das fällt mir bis jetzt an, wird mir immer aufhören, leider. Aber so ist es halt einfach einmal beim Fischen. Wie gesagt, man verliert Fisch und ab und zu wollen sie nicht, aber was weiß, ganz egal. Wir stärken sie jetzt und hoffen auf einen geilen Nachmittag und einen geilen Abend. Bis dahin, bitte. So, da kurz was zu meiner Köderführung in der Traun. Fischen da mal, wie gesagt, schon mit
Gummifisch mit kleinen, zwischen 5 und 7,5 cm. Vom Bleikopf her will man Gewichte zwischen 3,5 und 9 Gramm, je nach Fließgeschwindigkeit. Heute hat sich 7 Gramm super aus etabliert. Und da gibt es jetzt zwei verschiedene Führungstaktiken. Der Max, der hinter der Linsen, der führt den so, dass er ihn einfach auswirft und lässt dann am Boden absinken, dass er einen Grundkontakt hat und zupft er dann ein. Das heißt, er ist immer in Grundnähe. Ich habe gesagt, ich mache das ein bisschen anders. Ich wirf ihn einfach aus und mache eine Kurbelumdrehung und gehe mit der Ruhenspitze nach und mache dann wieder Kurbelumdrehung. Das heißt, er ist eher im Oberflächenbereich. Und so geht es mir super. Er fischt ein bisschen mehr am Grund und ich fische ein bisschen mehr auf der Oberfläche. Und jetzt werden die Forellen wieder aktiv. Es ist jetzt 5 Uhr Nachmittag. Und jetzt haben wir ein bisschen eine Mittagspause gemacht, beziehungsweise war jetzt ein bisschen eine Beißflaute auch. Und jetzt geht es wieder voll los. Und ab die Post. Jetzt haben wir da gerade ein paar Fotos gemacht von der Schönheit. In meinem Leben habe ich nicht viel von denen gefangen. Und die Dame jetzt wieder zurück. Wir wollen sie zwar eine mitnehmen zum Essen, aber die ist mir einfach schief. Das geht gar nicht. Geil! Schon wieder hinter dem Stor. Yes! Geil! Weiter geht's. So, da, wir haben jetzt gesagt an dem Punkt, wir brechen an. Wir sind zufrieden mit unserem Ergebnis heute. Wie haben wir gefangen? Forellen. Boah, 10, 11. 10, 11, ja, 10, 11 Forellen haben wir gefangen. Und wie haben wir geschlitzt und verloren? Ich glaube auch wieder um die 10. Also der Tag war echt mega geil. Das war jetzt wie gesagt das Traunrevier 2, weiter unten ist das 3er und nur weiter unten nach der Staumauer ist dann eben das 4er Revier. Und wie gesagt, wunderschön ist da gewesen. War voll geil, oder? Muss man sagen. Geiler Tag. Extrem geiler Tag. Ich meine, besser kann es glaube ich nicht laufen. Und ja, dickes Petri. Bitte. Geil gemacht.